Von der Schweiz ist man mit dem Flugzeug in 3 Stunden in der Türkei, ein Katzensprung. In Istanbul gelandet. Weiter geht's mit der Fähre Bursa mit dem Gar in den Dardanellen entlang. Kanakkale, Troja, Izmir, Priene, Didim, Ephesus nach Pamukkale. Dann weiter nach Ankara, Attusa. Natürlich, Kappadokien darf nicht fehlen. Im Meer entlang nach Antalya und wieder heimzu. Aber gehen wir zurück nach Istanbul. Das ist die Hagia Sophia Moschee. Im Jahr 404 ist sie das erste Mal abgebrannt und seitdem schon ein paar Mal wieder zerstört und wieder aufgebaut worden. Die Hagia Sophia ist die 4. grösste Moschee der Welt. Die imposante Kuppel ist 56 Meter hoch mit einem Kranz von 40 Fenstern. Wer will hier auch nicht zuhören bei einer so hübschen Reiseleiterin? Nur 700 Meter breit ist der Bosporus, der 2 Erdteile trennt, Europa und Asien. Überall sieht man Moscheen. 1800 soll es allein in Istanbul geben. Istanbul mit 7 Millionen Einwohnern hat gegen 3000 gelbe Taxi. Die Mauer stammt aus byzantinischer Zeit, 7 Kilometer lang mit 178 Türmen und hat kaiserliche Residenz geschützt. Das sollte der grösste Basar sein der Welt. Ich glaube es auch. Da kann man sich wirklich verlaufen. Da kann man alles kaufen. Vom Kitsch über rostige Messer bis zum Goldschmuck. Das erinnert einem ein bisschen an Italien. Überall sehen wir die typischen malerischen alten türkischen Holzhäuser. Der Topkapi-Palast ist 1462 gebaut worden und ist in den späteren Jahrhunderten immer mehr ausgebaut worden. Ein riesiges Museum. Porzellan, Schmuck, Kriegswaffen, Kleider, 4000 Handschriften und Bücher in allen Sprachen aus früheren Zeiten.
Von der Terrasse hat man eine prächtige Aussicht auf Istanbul. Die Hauptmoschee der Stadt ist natürlich die blaue Moschee, von außen die schönste. Istanbul, Stadt von den 1000 Minaretten. Ein Friedhof mitten in der Stadt, das muss auch sein. Überall hat es Verkaufsstände und Touristen kaufen, bis es Koffer verjagt. Viele ältere Türken haben sättige gestrickte Mützli an. Eine Schifffahrt auf dem Bosporus darf natürlich im Programm nicht fehlen. Dort begegnet einem riesige Frachtschiff, die vom Schwarzen Meer ins Marmarameer oder umgekehrt ihre Ware transportieren. Die gut erhaltene Festung Rumeli Hisari, ein imposantes Bollwerk aus dem 14. Jahrhundert. Wir lassen Istanbul hinter uns.
Mit der Fähre überqueren wir das Marmara-Meer. 3 Stunden Überfahrt. Leider hat uns bis jetzt das Wetter im Stich gelassen. Hoffen kann man ja immer noch. Überall in der Türkei sehen wir Büsten vom Unabhängigkeitskämpfer und ersten Staatspräsident Atatürk. Ein Vogelschutzgebiet. Ich bin zwar enttäuscht, wir sehen nur kleine Pünktchen. Ein kurzer Halt im kleinen Städtchen Kanakkale, die engste Stelle der Dardanellen, berühmt als strategischer Punkt von allen Kriegen und das schon seit 334 vor Christus bis zum Zweiten Weltkrieg. Er kennt nicht das trojanische Ross, aber das hier ist aus dem 20. Jahrhundert. 9 verschiedene Zeitschichten sind bis heute in Troja ausgegraben worden. Als Laie kann man zwar mit dem nicht viel anfangen, man schaut auch die Steine an und im Hintergrund die weite, fruchtbare Ebene. Asklepion von Pergamon war ein berühmter Kurort der hellenistischen Welt. Das Pergament ist in Pergamon erfunden worden. Auf dem Hügel ist Königsburg, gebaut von den Attaliden, 150 vor Christus. Mit gemischten Gefühlen schaue ich mir dieser modernen Renovation zu. Und noch manchmal haben wir später den Reiseleiter gefragt, sind das antike oder moderne Bausteine? Aus dem antiken Pergamon mit 160'000 Einwohnern ist heute das Provinzstädtchen Bergama mit 30'000 Einwohnern entstanden. Von der Burg Kadifekale haben wir eine schöne Aussicht auf die Stadt Izmir. Thank you.
Im 4. Jahrhundert vor Christus ist die Stadt Priene gebaut worden. Das Theater, elegant in Berghang eingebettet, hat Platz für 6'000 Besucher. Halt, halt! Der Marmor-Ehrensessel ist nicht fürs gemeine Volk. Als kleiner Zustopf in die Haushaltskasse wird Koriander gesammelt, dörrt und verkauft. In Didim ist der drittgrösste Tempel der Antike. Das ist der sehr gut erhaltene Apollo-Tempel. Der Klapperstorch, ein Vogel, den man in der Türkei noch häufig antrifft. Ephesus ist eine antike Weltstadt, in der früher 200'000 Menschen gelebt haben. Kaiser und Könige haben sich um die Stadt gestritten. Griechen, Perser, Römer. Aber die Stadt ist nach jeder Plünderung neu erblüht und reich geworden, bis der Fluss Menderes, Mündungsdelta, immer weiter ins Meer rausgeschoben hat. Der Hafen von Ephesus ist immer mehr verlandet, die Stadt ist verfallen und ein Erdbeben hat noch den Rest gegeben.
Marmorstrasse, wo früher Alexander der Grosse, Kaiser Augustus, Apostel Paulus, Seeleute, Kaufleute und das Volk schon durchgelaufen sind. Das riesige Auditorium hat Platz für 24'000 Zuschauer. Aphrodisia war in der Zeit vom römischen Kaiser berühmt durch Bildhauer, Ärzte und Philosophenschulen. Am besten erhalten ist das Stadion, wo 30'000 Zuschauer Platz hatten. Oleander wächst da wild und was viele nicht wissen, der schöne Blütenstrauch ist stark giftig.
Der grösste Teil der Landwirtschaftsfläche ist in privaten Händen. Pamukkale auf dem Hochplateau gelegen. Kalkablagerungen von den heissen Quellen haben im Laufe von Jahrtausenden weisse, terrassenförmige Wasserbecken geschaffen. Pamukkale war schon im Altertum ein berühmter Kurort der Römer. Pamukkale heisst übersetzt Baumwollschloss. Alle 25 Kilometer hat es früher eine Karawanserei in der ganzen langen, berühmten Seidenstrasse entlang. Hier haben die Karawanen Halt gemacht, um zu schlafen, ausgeruhen, essen und Neuigkeiten auszutauschen. Hier ist noch ohne Mörtel gebaut worden. Eines der bedeutendsten Knöpfzentren von Anatolien ist die Gegend von Bolzan. Männer sind hauptsächlich in der Landwirtschaft tätig und die Hauptbeschäftigung der Frauen ist das Teppichknüpfen. Bewohner der Dörfer scheren ihre Schafe selber, stellen das nötige Garn selber her und benutzen, wenn möglich, nur pflanzliche Farbstoffe.
Bekannt sind Ladikteppich und die seidigen Hereke-Teppich mit 1 Million Knöpfen pro Quadratmeter. Beyşir, ein türkisches Dorf mit 9'000 Einwohnern, am gleichnamigen See gelegen. Auf der Fahrt nach Konya, herrliche Landschaftsbilder in allen Farben. Konya, die ehemalige Hauptstadt der Seldschuken. Das ist das Mausoleum der tanzenden Derwisch. Die Moschee Minare Medrese aus dem 13. Jahrhundert, wo zu einem Museum umfunktioniert worden ist. Die Hauptstadt der Türkei, Ankara, mit 2,3 Millionen, ist eine der ältesten Städte und auch die modernste. Vor 4'000 Jahren haben sich hier wahrscheinlich die Hethiter angesiedelt. Mitten in der Stadt gibt es einen Vergnügungspark. Die Theologische Hochschule von Ankara. Hattusha, die legendäre Hauptstadt der Hethiter, Überrest vom Löwentor.
Da haben um 2300 vor Christus die Hethiter gewohnt. Bis jetzt weiss man praktisch nichts über das Volk. Das Göremtal im Naturwunder Kappadokien. Bizarre Tuffkegel, in denen prächtige Höhlenkillen und Wohnungen ausgehöhlt worden sind. Heute noch leben 7000 Menschen in diesen Höhlenwohnungen. Wenn man sagt Kappadokien, denkt man an die faszinierenden Kegel und Obelisk aus Tuffstein. Thank you.
Schon dazumal hat man in solchen Verschlägen Tauben gehalten und gezüchtet. Bei vielen Häusern sind die Mauern zerstört, wie bei dieser verfallenen Kirche. Der türkische Sänger hat doch noch eine Verehrerin gefunden. Eine türkische Spezialität ist das Häkeln von schönen Baulen und Ersätzchen. Das ist die Sultan-Han-Karawanserei. Nicht mehr um sich zu erholen und stärken, sondern umgewandelt als Verkaufsläden für Touristen.
das romantische, schöne Hilaratal, auch mit Höhlenwohnungen ausstaffiert. Das sind wilde Pistazienbäume. Eisenbahnlinien sind in der Türkei dünn gesät. Die berühmteste ist natürlich der Istanbul Express von München über Belgrad, Sofia nach Istanbul. Auf der Landzunge liegt die Burg von Anamur, im Mittelalter ein Seeräuberstützpunkt vom östlichen Mittelmeer. Auf der gut ausgebauten Hauptstrasse rollt der ganze Warenverkehr, weil diese Bahn nicht ausgebaut worden ist. Wirklich, die Türkei ist eine Reise wert und trotzdem gehen wir gern immer wieder heim zu.